Unter dem Motto «Musik und Religion» hat die Woche der Religionen 2021 im November stattgefunden. Am diesjährigen Eröffnungsanlass hat der runde Tisch der Religionen bei der Basel zusammen mit den Gästen zum Thema «Wie klingt deine Religion?» interreligiöse Zugänge zum Thema Musik gesucht und anhand von einem interaktiven Quiz angelost, wie verschiedene Religionen klingen. Was hat denn dazu geführt, zum Musik und Religion als Geflecht zusammenzubinden? Einerseits, dass es eben in fast allen religiösen Traditionen vielfältige musikalische Traditionen gibt. Das war sicher mal ein Thema gewesen. Und das andere eben auch, dass man findet, das ist etwas, was alle Religionen irgendwo teilen und gemeinsam haben. Und das können wir gut zusammen ins Gespräch und auch ein bisschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellen. Die Regierungsrätin Katrin Schwitzer hat den runden Tisch der Religionen bei der Basel mit einem Orchester verglichen. Ja, an diesem runden Tisch hat es laute und leise Stimmen. Es hat ganz viele verschiedene Instrumente, die dann zusammen einen besseren Klang erzeugen können. Und manchmal gibt es vielleicht auch ein bisschen Dissonanzen. Aber die probiert man dann mit Kreativität zu überwinden. Und darum der Vergleich, ein bisschen ist es eben wie ein Orchester. Was ist die Aufgabe, wenn man so einen runden Tisch leitet? Verschiedene. Man muss natürlich einfach mal versuchen, den interreligiösen Dialog irgendwo im Gang zu bringen und auch so ein bisschen Themen reinzubringen. Zum Teil kommen Themen auch aus der Runde. Und dann geht es halt einfach auch ein bisschen um eine Moderationsaufgabe, dass man schaut, dass die unterschiedlichen Interessen, die sich zum Teil auch ein bisschen widersprechen können, dass die nicht unbedingt gerade in einen direkten Konflikt austreten, sondern dass man das irgendwie zu einem konstruktiven Ausgang führen kann. Das sind eigentlich immer sehr konkrete Sachen. Also wenn wir jetzt irgendwie an einem Thema arbeiten können, wie zum Beispiel bei den Friedhöfen, dass wir für die Zukunft dafür schauen können, dass alle Religionsgemeinschaften und religiöse Traditionen so können bestatten, wie sie das nach ihren Vorstellungen und Geboten auch sollten, dann ist das ein Ziel, das man erreicht hat oder wo wir uns darüber freuen. Also das sind sozusagen Glücksmomente. Was hat die Woche von den Religionen für eine Bedeutung persönlich? Ich finde den Austausch unter den Religionen extrem wichtig und ich bin sehr froh, wie das immer organisiert. Ich finde jetzt auch den Eröffnungsanlass wirklich ganz toll. Ich muss zugeben, ich habe nicht so viele Punkte gemacht vorhin beim Quiz, wo man die verschiedenen Musiken aus der Religion hat müssen zuweisen. Aber es ist, überall hat es einen wahnsinnig berührt. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt so mitnehme. Es ist egal, welche Religion, es berührt einen und das ist etwas sehr Tolles. Gibt es für dich persönlich Musik, die eine religiöse Bedeutung hat? Ich glaube, das Spirituelle, das einem das so berührt, das ist eben aus allen Religionen und das ist Musik, ist in dem Sinne allgegenwärtig. Die klassische Kirchenmusik ist vielleicht nicht die, die mir am allernächsten ist. Es ist manchmal auch so das aus dem Osten raus, wo sind so mit denen, also jetzt vor die jüdische Musik, wahnsinnig berührt, das war wahnsinnig schön. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr gerne mitnehme. Was ist dein Bild davon, wenn du Musik und Religion zusammen tust? Ja, ganz viele verschiedene Erinnerungen an unterschiedliche religiöse Rituale und Musik drin, aber für mich auch irgendwo losgelöst. Sagen, zum Beispiel Chor in einer Kirche ist für mich irgendwo ein spirituelles Erlebnis, mitzumachen, selber zu hören und das völlig losgelöst von jeder Konfession in dem Sinn.